Es wird kein Diamond Painting, wie ihr jetzt glaubt. Okay, wartet. Jetzt ist mir gerade ein Stein rausgegangen. Sondern es wird eher ein Stick with me. Ich will aber vorher was erzählen. Meine Mom hat sich eine neue Handtasche gekauft. Ihr wisst ja, ich habe ja diesen diese Giraffe gemacht als Anhänger und die hat sie auch am Reißverschluss gehängt an der alten. Und ja, jetzt hat sich eine neue Tasche gekauft, die etwas mehr Fächer hat und möchte jetzt noch einen Anhänger haben. Wenn ich weiß, von was ich rede, es ist in meinen Stick-Updates ist eine Giraffe als Anhänger zum Besticken. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und heute fangen wir das hier an. Das wird der neue Anhänger. Wo sie mir gesagt hat, ich soll das machen, habe ich gedacht, so, oh ja, das wäre ja mal wieder eine gute Idee für ein Fitchio. Jetzt machen wir das einfach mal auf. Ich mache momentan nicht viel. Ich habe ein bisschen an Little Gamer gestickt. Wie weit ich da bin, das zeige ich euch mal. Irgendwann. Jetzt gerade nicht. Das ist im Wohnzimmer. So, das ist übrigens aus China. Ist mein letzter Anhänger. Jetzt habe ich geguckt gestern, was ich denn machen könnte, dass ich wieder einen krieg, weil du kriegst diese Anhänger fast nur in China. So schöne vor allen Dingen. Also, es ist. Wenn es aus China kommt, 5 Euro, schlag mich tot, ist frei. Da gehen sie nicht dran. Und so ein Stück Z kostet 2,80. Da habe ich mir einfach eins bestellt und wenn ich da mal wieder was Schönes sehe, nochmal, dann bestelle ich mir gerade wieder eins. So. Das kennen wir ja schon von. Von, ihr wisst schon. Was jetzt nicht dabei ist, ist der Anhänger, was ich jetzt etwas schade finde. Also musst du es selber irgendwie. Aber das Sehne, das kriegen wir hin. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Da habe ich gedacht, das ist doch bestimmt wieder eine gute Idee für euch, wenn wir das mal machen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen mit der Vorderseite an. Und am besten. Oh, ist das sehr abwechslungsreich, sehe ich gerade. Fangen wir von unten an. Ach, da sind sie ja. Super. Oh, wo habe ich denn jetzt die Sehne hingelegt? Was Kleines, Feines. Ich sehe gar keine Nadel. Naja, ich habe hier welche rumliegen. So ist nicht, aber. So eine Nadel wäre schon nicht schlecht, ne? So, jetzt machen wir mal hier das Garn auf. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch mal welche bestellt. Also eins besser gesagt. Ah, da sind ja Nadeln. Da sind Nadeln drin. Super. Nehmen wir auch. Wenn ich sie rauskrieg. Ah. Wieder alles rausnehme, nur um an die Nadel zu kommen. So, die steckt man mal da drüben rein. Oh, das wird wieder witzig. Ja, da habe ich mir gestern eins bestellt. Jetzt will ich heute Nachmittag noch mal gucken, ob ich noch was finde. Aber so schöne haben sie momentan nicht wie das hier jetzt.
Komm schon, bitte. Weiß ich das Garn da nicht rein. Das wollte ich nämlich jetzt so gar nicht. Wenn ihr sowas klackern hört, das ist ja mein anderes Handy, das ist ja in der Mache. Ja, ich wickel das jetzt hier mal schnell auf. Ich hoffe, ich kriege das wieder so hin, dass ich es wieder reinmachen kann. Jetzt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm. Jetzt hab ich's. Und jetzt schön da. Nein. Bitte. Gut, es ist drin. Der Rest ist ja mal egal. Töt sie alle. Ja, ich habe jetzt hier so einen Fliegenvernichter. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, wo habe ich denn hier. Ah ja, genau, das habe ich gesucht. Also Dollar, was haben wir Dollar? Dollar ist 2. Brauche ich auch nur einmal. Gut. Dollar ist 2. Ich werde es 2 fertig sticken. Das 18er Account. Deswegen 2 Stränge. Steht auch da. Two Strengths. Yeah, machen wir, machen wir. Wenn ich sie gegriffen kriege. Oh, scheint. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Ja. Na komm schon. So. Müssen wir das nur ein bisschen ausdrehen lassen. So. Ich hoffe, ihr seht alles. Ja, ihr seht alles super. Ja, so wird das. So ist das jetzt dazu gekommen. Und habe ich gedacht, okay, das fange ich gleich an. Ist was Schönes, Süßes, Kleines. Vielleicht kriege ich dann auch wieder mehr Lust. Und das ist wieder ein schönes Video. Eine, die Leute, die sticken. So. Jetzt will ich einfach mal sagen, wir müssen jetzt erstmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mehr größer ist es nämlich nicht. Wenn man also hier Mitte drin anfangen würde, würde es auf jeden Fall lang. Gut, dann machen wir das doch. So, mal gucken, dass ihr was seht. Vielleicht ein bisschen näher rangehen. Ja. Jetzt seht ihr gar nichts. So, vielleicht jetzt. Also ich würde jetzt hier einfach anfangen. Ja, so mittendrin. Ja, würde ich jetzt schon sagen. Nur überlegen, welche Seite. Ja, was gibt Neues? Ich bin seit Donnerstag durchgeimpft. Ich habe meine drei Drogenspritzen gekriegt. Jetzt bin ich nur gespannt, wann wir die nächste kriegen und ob es auch wirklich für uns, die gespritzt sind, was bringt. Weiß ich nicht. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich impfen lassen, weil ich verreisen möchte. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Und du fast gar keine andere Chance mehr bald hast, in irgendwelche Länder zu reisen ohne Impfung. Das war eigentlich mein Hauptgrund, sonst hätte ich mich gar nicht impfen lassen. Ich hoffe, das passt so. Ich würde es fast wieder aufmachen und weiter nach drüben gehen. Ja, machen wir auch. Das ist nichts, das ist zu weit drüben, weil ich zu weit nach da drüben komme. Deswegen machen wir es lieber nochmal auf. So. Und jetzt müsste ich nur nach unten ziehen normalerweise. Zack. Wir müssen weiter rüber. Das ist mir zu heiß. Ja, das war jetzt so mein Hauptgrund, wieso ich mich impfen gelassen habe. Wie habe ich sie vertragen? Eigentlich ganz gut. Da will ich jetzt anfangen. Dann zwei, weil dann ist es fast gerade hoch. Machen wir mal zwei. So, jetzt. Weil das geht dann nur noch. Ja, das würde ich schon sagen, das passt. Ich mach das jetzt Pi mal Daumen. Na komm schon. Jetzt habe ich schon wieder genau unten drin. Das fängt ja schon wieder super an. So, jetzt. Ich würde euch gerne viele neue Sachen erzählen, aber ich kann nicht. Ich habe nichts zu erzählen. Ich habe mal bei Diamond Penin Deutschland reingeguckt. Da gibt es jetzt inzwischen neue Bilder, habe ich gesehen. Ja, ich habe sie mir angesehen. Ich habe genug zu tun. Sind schon schöne Bilder dabei, absolut. Aber ich, wie gesagt, ich habe genug zu tun. Außer an Little Gamer und an dem jetzt hier arbeite ich jetzt nicht.
Ich hoffe, man sieht alles. Ich glaube, wir sollten mal vielleicht ein bisschen rüber gehen. Also das mit der Flutopfer ist ja schlimm. Also Überschwemmungsopfer, besser so gesagt. Also ich war total baff. Und ich wohne ja auch in Baden-Württemberg und wir haben einfach nur Glück gehabt, dass es nicht zu uns gezogen ist. Aber jetzt kommen wir jetzt am Wochenende oder heute oder ab morgen, glaube ich. Oder ab heute Abend sogar schon. Soll es ja schon wieder Unwetter geben. Ich. Eins. Jetzt muss ich ganz kurz wartet. Eins. Und dann jetzt da weiter. Nochmal vier Stück. Ja. Gut. Oh, hau doch ab jetzt. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird mit den Unwettern, nicht, dass das in Deutschland irgendwo wieder passiert. Das wäre echt schlimm, aber ich habe da so ein bisschen Dokumentation gesehen und Berichte und so. Und die sagen halt, viele Wissenschaftler, dass wir Deutschen uns darauf einstellen müssen, durch die Klimaerwärmung, dass das jetzt halt öfters da passiert. Dass wir Überschwemmungen kriegen und dass die Sommer heiß, aber auch regnerisch werden. Das hat ja fast schon was mit Tropenklima zu tun. Bald heißt es nicht mehr Sommerzeit, sondern Regenzeit. Wie in Thailand oder Asien oder so. Und die Winter sollen kalt wäre und die Sommer sollen nass wäre. Und ja, lassen wir uns überraschen. Wir stecken da nicht drin, das ist Naturgewalt. Man kann nur hoffen, dass es einen nicht trifft, ne? So, jetzt sind wir mit Schwarz schon durch. Wir haben es gleich vernähen. Zack. Hopp. Und abgeschnitten. Gut. Oh, das war die Nadel. Gott sei Dank habe ich gespürt, wo sie hingeflogen ist. So, dann müssen wir jetzt gleich nachgucken, sonst haben wir ein Problem. Da ist sie hingeflogen. Da. Ja, da ist sie auch. Komm her. Au. Hab sie. So, jetzt machen wir einfach mit Weiß weiter. Also, damit ihr seht, wo ich überhaupt angefangen habe. Ich mache jetzt gerade diese Seite.
Und jetzt mache ich hier gerade unten die kleinen Füßlein. Jetzt brauche ich Punkt. Punkt ist Nummer 4. 4. So. Jetzt brauche ich wieder zwei Stränge. Das sind 3. So. Ah, nein, 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 nein. Ah, nee. Ah, ich sehe es wieder nicht. Da, da. So, jetzt. Es ist sehr viel Konfetti. Habe ich jetzt gerade gesehen. Da werde ich immer wieder ansetzen müssen. Daher, das bei uns jetzt schon das Wetter nicht so gut ist, bin ich schon am Überlegen, dass ich es nachher, weil heute ist Samstag, heute ist Mami-Tag, mit zu Mutti nehmen. Ich hoffe, meiner Mama geht's gut. Aber sie hat bis jetzt noch nicht angerufen, also gehe ich davon aus. Weil sie ist gestern geimpft worden. Hat ihre letzte Dosis gekriegt. Und bei Mamis macht man sich ja immer Sorgen. So, jetzt erzählt mir mal bitte, wo ich die Nadel hingelegt habe. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ah, da ist sie. Ich hab sie. Jetzt kann's losgehen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich dann da reinstopp, weil ich habe keinen Schaumstoff da. Aber ich habe bestimmt noch irgendwo welches rumliegen. Die Frage ist bloß wo. Jetzt geht's weiter. Also jetzt müssen wir da rein. Genau dahin müssen wir. Ja, genau. Lass mich los. So. Ja, jetzt ist ja meine Mami in Rente. Und wir hatten früher immer Hunde. Immer schon. Bis der letzte gestorben ist, da wollte sie keins mehr. Da war sie auch noch voll tätig in Arbeit. Und jetzt ist sie ja in Rente und jetzt hat sie Zeit. Jetzt hat sie sich doch tatsächlich überlegt, dass sie sich einen Hund holt. Also wieder ein. Finde ich toll, dann ist sie nicht so viel alleine, weil ich bin nicht, ich versuche so viel wie möglich da zu sein, aber geht natürlich logischerweise nicht, weil ich ja auch noch arbeiten muss. Da finde ich das eigentlich eine super Idee mit dem Hund. Den will sie sich aus dem Tierheim holen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind. Ja, Urlaub, wir haben Schiss, müssen wir ehrlich sagen, weil ja, Griechenland ist ja schon zum Risikogebiet erklärt worden, da wollen wir ja hin.
Notfallplan haben wir ja. Es ist nur nicht sicher, wo es hingeht. Wir haben eigentlich gedacht, wir fahren nach Erfurt. Mein Mann will eigentlich woanders hin. Also wissen wir nicht so wirklich, wo es hingeht. Vielleicht geht es auch ins Erzgebirge. Ist ja auch schön. Haben wir auch schon vorgeschlagen. Oder Mecklenburgische Seenplatte. Sowas halt. Man muss halt immer Notfallplan im Petto haben. Inzwischen. Ja, und das ist unserer jetzt mal. Weil ich weiß jetzt nicht, wenn die dann mit dem Risikogebiet, also mit dem Risiko, ja, Gebiet fertig sind im Endeffekt und wieder freigegeben werden, dann denke ich, sind wir Risikogebiet. Und dann werden uns die Griechen nicht reinlassen. So wird es bestimmt laufen. Aber wir hoffen noch. Klack, sterbt alle. So, jetzt gehen wir noch eins höher. Na komm schon. Also es ist kein Stoff. Es ist so gummiartig. Aber dafür ist es sehr robust. Meine Mama hatte die Giraffe jetzt auch schon fast ein Jahr. Also sie sieht genauso aus wie vorher. Sie ist waschbar. Und dafür, dass es Chinaware ist, muss ich schon sagen, dass es mit der Giraffe echt eine super Qualität war. Die Farben waschen sich auch nicht raus. Also, meine Mom ist begeistert von dem Ding. Und dieses Ding habe ich eigentlich mal für mich gekauft. Eigentlich. Was ich jetzt hier gerade mache, dass ich es mir an die Tasche hängen kann. Aber das wird wohl nichts. Naja, ich habe ja noch eins gekauft. Irgendwann kommt sie dann wieder an. Oh, ich will noch eins. Dann mache ich ihr noch eins. Ist ja alles kein Problem. Also Diamond Painting mache ich momentan gar nicht. Aber ich gar nicht. Na komm schon. Dann muss man halt da oben rein. Ich weiß auch nicht warum. Lust hätte ich schon, aber ach. Ja, ich weiß auch nicht. Könnte man mal wieder machen. Stimmt schon. So, pop, pop, pop. Das war es auch nicht. Yes, Gott. Das war es auch nicht. Jetzt habe ich es, glaube ich, ja. So. Mal sehen, wie schnell sich die Kleine hier entwickelt. Ich werde sie heute mal mit zu meiner Mom nehmen, weil es sieht sehr stark bei uns nach Regen aus. Bei uns ist richtig grau. Ob wir uns da wirklich bewegen, glaube ich nicht. Weil wir gehen eigentlich viel spazieren. Gehen Eis essen oder ein Stück Kuchen oder irgend sowas. Ich denke, das wird heute nicht klappen.
trostlos da draußen. Ja. Ach, das ist so furchtbar. Das gibt mir jetzt echt auf Schwein, gell? So, jetzt. Arbeitstechnisch, ja. Lauft, muss irgendwie. Immer noch die gleichen Probleme wie immer. Die Autoindustrie ist halt komplett im Wandel, das merkst du halt einfach. Oh, leck, ich treff's Loch nicht. Da könnte ich rein, ja. Ja. So, ich werde jetzt so langsam das Video dann auch wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen wieder was von mir zu hören. Wie ihr hört, mir geht es soweit gut. Ich mache bloß momentan nicht viel Handarbeit, deswegen kommen auch nicht wirklich viele Videos. Wenn, dann stecke ich wirklich mal ein paar Minuten. Ein paar Minuten nicht, aber stundenlang am Gamer. Den werde ich euch mal zeigen. Da habe ich noch nicht mal das erste Blatt fertig. Klack. Yeah! Ich liebe das Ding. ja. Update vom Sticken brauche ich euch auch nicht zeigen. Wie gesagt, ich mache momentan nichts. Und ja. Deswegen ist Video machen momentan auch ziemlich schwer, wenn man nichts macht. Ich habe ein bisschen an dem Riesenbild weiter gestickt, ja. Mit dem Silber, mit dem, sag's mir, mit dem Silkgarn. Seidengarn, jetzt habe ich's. Ja, da habe ich mal so ein paar Stiche gemacht, aber nicht wirklich viel. Wo ich krank war. Aber da ging es nicht so richtig, weil ich konnte nicht wirklich sitzen. Ich habe eine verschobene Hüfte. Und bin gerade beim Orthopäden in Behandlung. Und jetzt finde ich das Loch schon wieder nicht. Komm schon, jetzt. Ja. Mir fällt das Sitzen immer noch nicht so wirklich leicht, aber es ist wesentlich besser als vorher. Am liebsten liegen und laufen. Stehen ist dann schon wieder problematisch. Ja. So hat jeder seine Bewegchen, ne? So, aber jetzt werde ich mich verabschieden. Und ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Einen schönen Start in die Woche. Und lasst euch nicht unterkriegen. Es wird alles wieder. Irgendwann. Macht's gut und ciao.